Berechne die Definitionsmenge. Tipp: Achte dabei auf mögliche binomische Formeln, da du sonst die Nullstellen des Nenners nicht berechnen kannst. Also Aufgabe A. Bei Aufgabe A, das ist schon eine binomische Formel, nämlich die zweite binomische Formel im Nenner. Aber das interessiert uns jetzt hier gar nicht, denn wir sehen hier schon auf einen Blick, mit welchem x sozusagen der Nenner 0 wird. Wenn ich für x hier eine 8 einsetze, dann habe ich hier 8 minus 8, das ist 0, und 0 zum Quadrat ist immer noch 0. Das heißt, ich darf hier alles einsetzen, bis auf die 8. Also Definitionsmenge. Ah, schreiben wir es mir hier hin. Die Definitionsmenge D ist die Menge aller reellen Zahlen außer einem Wert. Und dieser Wert ist die 8. Ein bisschen krumm und schief, aber es soll hier so ein Strich nach unten sein. Nee, mache ich nochmal etwas sauberer hier. Also D ist die Menge aller reellen Zahlen, für die gilt sozusagen, ich darf nicht die 8 hier einsetzen. Gut. Bei den anderen Aufgaben wird es etwas schwieriger, kann ich jetzt schon mal verraten. Bei der B, da müssen wir nämlich erstmal ein Binom bilden im Nenner. Da haben wir 49x². Ja, was ist hier mein A? Oder was habe ich überhaupt erstmal hier für eine binomische Formel? Hier sind drei Terme, also kann es nur die erste oder zweite binomische Formel sein. Und ich habe Pluszeichen hier in diesem ersten Rechenzeichen, also erste binomische Formel. Und die erste binomische Formel lautet ja a², ich schreibe es hier hinten mal hin, a² plus 2ab plus b². So. Das heißt, die 49x², das ist mein a². a² ist gleich 49x². Somit ist mein a, auf beiden Seiten die Wurzeln gezogen, 7x. Du siehst, ich mache das etwas schneller, aber wir wollen ja auch hier mit den Aufgaben vorankommen. Mein b² ist die 16. Na, das ist hier sozusagen an derselben Position, ist die 16 wie das b², also kann ich das gegenüberstellen. b² ist gleich 16 und somit auf beiden Seiten die Wurzel gezogen, b ist gleich 4. Das ist 16. So. B ist gleich 4. Jetzt habe ich mein a und mein b und deswegen kann ich jetzt hier den Nenner umschreiben. Na, ich mache hier einfach mal gleich und mache sozusagen hier jetzt weiter. Also die 13 im Zähler, die übertrage ich einfach, mit der soll nichts passieren und den Nenner schreibe ich jetzt in mein Binom um. Und das Binom hat hier a, 7x und dann ein Pluszeichen und hier eine 4 für das b. Das Ganze hoch 2. Ja, jetzt müssen wir uns fragen, wann wird hier der Nenner 0? Naja, der Nenner wird 0, wenn 7x plus 4 gleich 0 wird. Das heißt, ich muss hier auf... Also, ne, und das Quadrat ist dabei völlig egal, weil wenn diese Klammer hier 0 wird, hat man 0 zum Quadrat und das ist dann immer noch 0. Also mache ich hier eine Rechenoperation mit minus 4. Dann habe ich hier 7x ist gleich minus 4. Und dann teile ich noch, um das x freizustellen, geteilt durch 7. Dann habe ich x ist gleich minus 4/7. So, und diese minus 4/7 ist auch mein Ergebnis hier bei der B. Das heißt, es ergibt sich jetzt hier eine Definitionsmenge. Die Definitionsmenge D ist gleich die Menge aller reellen Zahlen R ohne die Zahl minus 4/7. Du siehst, das ist mit der binomischen Formel ganz schön, ja, ganz schön mühsam. Also man ist da schon so ein bisschen am Rechnen. Gucken wir uns mal die C an. C ist etwas schöner, kann ich dir jetzt schon mal sagen, weil das ist eine dritte binomische Formel hier. Wir haben zwei Terme und die sind verbunden mit einem Minuszeichen. Somit kann es nur die dritte binomische Formel sein. Und die dritte binomische Formel lautet ja grundsätzlich erst einmal a² minus b². So, und das hier, die 81x², na, also das a² ist jetzt hier die 81x². Also a ist gleich die Wurzel aus 81x² sind 9x. Und das b² sind die 25, also b ist gleich 5. Auf beiden Seiten die Wurzel gezogen, ist also gleich 5. So. So, und a² minus b² ist ja gleich a plus b in Klammern mal a minus b. Deshalb, ich muss jetzt hier sozusagen mein a und mein b jetzt in diese Klammern, in diese Form bringen.
Ich würde aber vorschlagen, das machen wir, das verknüpfen wir gleich damit, dass wir einfach hier diesen Bruch komplett einmal umschreiben. Ist also gleich, der Zähler verändert sich nicht, da hat man jetzt eine 10. Und wir schreiben sozusagen den jetzt hier um, die dritte binomische Formel, in Faktorschreibweise, also faktorisiert. Da haben wir hier das a mit 9x. Und dann kommt ja ein Plus laut unserer Regel hier. Plus b, b ist 5. Und dann das Ganze nochmal, aber mit einem Minus zwischen den beiden Summanden. 9x minus 5. So. Das ist jetzt sozusagen der Bruch einmal umgeschrieben. Und die Frage ist jetzt, wann wird dieser Bruch denn eigentlich 0? Der Nenner, wann wird der 0? Die Nullstellen des Nenners. Da du jetzt hier zwei Faktoren hast, nämlich auf der linken und der rechten Seite so zwei so eine Klammern, oder jeweils auf jeder Seite eine Klammer, dann gilt jetzt, wenn eine Klammer 0 wird, dann wird der komplette Nenner 0. Somit müssen wir uns jetzt erst einmal angucken, 9x plus 5, wann wird das 0? Sagen erstmal der linke Faktor. Da bringe ich jetzt erstmal die 5 rüber mit minus 5 auf die andere Seite. Sind 9x ist gleich minus 5. Und dann teile ich nochmal durch 9. Da haben wir hier x ist gleich minus 5 Neuntel. Das ist jetzt also schon mal der erste x-Wert, bei dem der komplette Nenner 0 wird. Und das darf er ja nicht. Das ist also verboten. Und jetzt müssen wir uns noch angucken, der zweite Fall. Da haben wir hier 9x minus 5. Das ist die rechte Klammer. Wenn die 0 wird, dann wird auch der ganze Nenner 0. Denn dann hat man ja hier diese linke Klammer mal 0 ist auch 0. Also gucken wir mal, wenn das hier 0 wird, plus 5, machen wir mal die Rechenoperation. Dann hat man hier 9x ist gleich 5. Und dann teilen wir nochmal durch 9. Und dann haben wir x ist gleich 5 Neuntel. So. Das heißt, bei c zwei Werte. Auch hier können wir jetzt wieder einen Definitionsbereich angeben. Der Definitionsbereich d ist jetzt hier die Menge aller reellen Zahlen r. Ich kann also alles einsetzen, was ich möchte, bis auf zwei Werte. Und das sind minus 5 Neuntel und 5 Neuntel. So. Und du hältst jetzt einfach mal das Video an und probierst dich mal mit der Aufgabe D. Denn die läuft ganz genauso wie das, was wir jetzt hier vorher gerechnet haben. Du kannst es also quasi einmal übertragen. Aber wenn du das nicht selber machst, dann wirst du es wahrscheinlich gar nicht so lernen, wie es irgendwie richtig geht. Denn nur wenn man Rechenaufgaben selber übt, kann man wirklich auch verstehen, wie man das rechnet. Weil dann geht das irgendwie nochmal so durch die Hand und man macht sich andere Gedanken und ja, es verfestigt sich einfach besser, das Wissen. Deswegen mach das einfach mal, ich gebe dir auch gleich die Lösung dazu. Okay, die Lösung für D ist relativ einfach, denn sie lautet einfach D, die Definitionsmenge, ist gleich auch hier wieder die Menge aller reellen Zahlen, bis auf eben eine Zahl und das ist die minus 2. Zahlen schreiben 7 oder keine Ahnung, 7x² plus 3x minus 4, also da können wir uns völlig ausdenken, was wir möchten. Dabei kommt es nämlich, es kommt immer noch auf den Nenner an. Bei dem Nenner entscheidet sich, welche Zahlen aus der Definitionsmenge d herausgenommen werden. In diesem Fall wären das hier die minus 4 und die 2.